Zumindest noch bis nächsten Sonntag wird Christoph John den ersten FC Köln betreuen. Wie es scheint, ein Trainer auf Zeit. Ja, für uns ist das kein Problem, weil man mit Trainer John, mit weiß ich wem, Hans Wurst, ist es scheißegal. Wir müssen auf jeden Fall punkten, deswegen kann es uns egal sein. Und jeder einzelne Spieler ist ja da dazu bedacht, Punkte einzufahren. Und wer da Trainer ist, ist ja völlig zweitrangig. Auch der Vorgänger Ewald Lienen wird respektvoll verabschiedet. Vielleicht auch deshalb, weil er sein Zettelarchiv anscheinend Christoph John überlassen hat. Neu in diesen Tagen in Köln ist vor allem die Baustelle in Müngersdorf. Die Umbauarbeiten für die WM 2006 haben begonnen. Es ist ein sehr unordentliches Spiel mit vielen recht unkoordinierten Aktionen. Die 120 Minuten im Pokal, die beide am Mittwoch ableisten mussten, stecken in den Knochen. Der FC Köln, angetreten mit dem Willen zur Offensive, setzt dieses Vorhaben gelegentlich auch um. Was bleibt, ist die Schwäche im Abschluss. Und Kaiserslautern, wie zuletzt auswärts, abwartend, bis die Gelegenheit zum Kontern kommt. Ratinho zu Lincoln, verfolgt von Kullmann. Lauterns größte Chance in der ersten Halbzeit. Keine Mannschaft hat im bezahlten Fußball so wenige Tore geschossen wie der erste FC Köln. Der guten Vorbereitung von Vogt folgt der harmlose Schuss von Lottner. Und wer an die Kölner glaubt, hat es schwer dieser Tage. Und auch der Gegner teilt nicht alle Visionen. Naja, ich habe sicherlich nach dem, was alles so in der Zeitung gestanden war von den Spielern oder auch von den Trainern, hatte ich mir schon ein bisschen mehr erwartet, weil war doch sehr vollmündig, was sie da alles losgelassen haben gestern und auch heute noch in der Zeitung. Da war ich schon ein bisschen enttäuscht, ja. Auch Lautern weiter mit Minimalprogramm. Freistoß in der 57. Minute und Klose zeigt an, wohin er den Ball gerne hätte. Lincoln begreift schnell. Tor 1:0 nach einer knappen Stunde. Miroslav Kloses achtes Saisontor. Wer mich da jetzt gedeckt hat, weiß ich nicht, aber es war ein sehr guter Ball vom Lincoln und das haben wir oft im Training eingeübt und wir sind erstmal froh, dass es geklappt hat. Es hat sie keiner gedeckt, sonst hätten sie das Tor nicht machen können. Ja. In erster Linie wird Carsten Kullmann als derjenige ausgemacht, der Klose den Raum lässt. Neutrainer John erinnert in Gestik und Mimik zeitweise einen früheren Amateurtrainer des 1. FC Köln. Auch Christoph Daum wechselte 86 von der zweiten zur ersten Mannschaft. Und auch er hatte damals Startschwierigkeiten. Der aktuelle Grund diesmal, Köln kann keine Tore schießen. Marco Reich und lediglich Begegnung mit früheren Mitspielern aus Kaiserslautern. Auch der Zufall kann den Gastgebern nicht helfen. Als Lincoln Balic anschießt, kann Laszlond nichts mit der überraschenden Gelegenheit anfangen. Dass ein Freistoß von Tim statistisch gesehen als härtester Schuss des Spiels registriert wird, 112 km/h, verbessert Kölns Quote nicht. Christoph Jons Bundesliga-Debüt geht daneben. Das war für mich ein schlechtes Spiel heute. Und ich muss sagen, ich bin glücklich, dass die Mannschaft auch nach dem schweren Spiel von 120 Minuten, was die Kölner auch in den Knochen hatten, dass sie es einigermaßen verkraftet hat. So genügsam können nur Sieger sein, zumal Lock, wenn es noch in der 90. Minute fast auf 2:0 erhöht hätte. Die Krise geht weiter. Wir haben versucht, Fuß zu fassen, wir haben versucht, mehr zu spielen. Die Lauterer waren cleverer als wir, haben aus der Chance das Tor gemacht. Wir hatten einige andere Chancen, haben kein Tor gemacht. Und natürlich ist das kein Fortschritt. Dagegen setzt sich Kaiserslautern an der Ligaspitze fest. Qualität hin oder her.